Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zum Thema Battle Pass von Conan. Und zwar ist das eigentlich ein Thema, worüber ich schon ein Video gemacht habe, aber ich habe eine viel, viel bessere Location mittlerweile gefunden. Und zwar habe ich aktuell die Herausforderung Sandechsen besiegen. Eine seltene Herausforderung für 70 EP. Oder wenn ihr, wie ich, einmal am Tag hier reingeht, habt ihr auch nochmal diesen Bonus von 10 mal 70 EP. Das heißt, 700 Erfahrungspunkte bekommt ihr dann auf einen Schlag, wenn ihr das Ganze abgeschlossen habt. 10 Stück müssen wir besiegen. Und ihr seht schon die Viecher hier im Hintergrund. Diese grünen oder da hinten auch braunen oder... Na, ich glaube, hier haben wir nur zwei Farben, die dann hier oben rumlaufen. Das sind die... die sich Sandechsen nennen. Der Name ist ein bisschen verwirrend, ich weiß. Die sind natürlich nicht so einfach normalerweise kaputt zu kriegen, sondern wir sind hier im Admin-Modus unterwegs, um euch das besser zeigen zu können. Hier sind übrigens auch die Schleime. Das sind diese nicht ganz so niedlichen Raupenviecher. Und wenn ihr irgendwo in der Umgebung, in der Landschaft diese Termitenhügel, sage ich mal, seht, das sind die, ja, die Zuhause von diesen Sandechsen. Ihr könnt entweder nach rechts, wo wir eben waren, oder hier nach links rüber gehen. Hier ist ein riesiges Gebiet, wo überall diese Viecher rumlaufen. Da hinten ist zum Beispiel auch noch eine. Sind mal ein bisschen größer, mal sind sie ein bisschen kleiner. Kommt natürlich auf die Farbe und auf die Größe an, was das für ein Wesen ist, ob das etwas stärker ist, wobei etwas natürlich relativ ist, oder ob das besser zu besiegen ist. Da gibt es auch noch dann Steinnasen, wie ihr sehen könnt, vereinzelt. Da hinten sind sie schon wieder gegen Steinnasen am Kämpfen, aber wir brauchen noch eins und damit haben wir das Ganze dann erledigt. Ja, ich hoffe, dass euch das Video helfen konnte. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, es ist nur ein Update, aber es ist eine viel, viel bessere und größere Location als das, was ich im letzten Video drin hatte. Schaut euch auch gerne die anderen Videos zum Thema Conan Battle Pass bzw. Herausforderungen an. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.